Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mitarbeiterinnen des Stadtarchivs der Villa ten Hompel, jedes Jahr schreibt der Bundespräsident einen ganz besonderen Preis aus. Schülerinnen und Schüler werden sozusagen zu kleinen Historikern und Historikerinnen. Und Münster hat in den vergangenen Jahren immer hervorragend abgeschnitten. Viele von euch haben Preise gewonnen und haben mit dazu bereichernd beigetragen, ganz interessante Aspekte unserer Stadtgeschichte neu aufzubereiten. Ganz unabhängig von den Preisen, jeder von euch hat einen ganz besonderen Beitrag dazu geleistet. Dafür möchte ich mich zunächst einmal ganz besonders bedanken. Aber es ist in diesem Jahr natürlich etwas ganz Besonderes, denn in einer Pandemiezeit, die sehr stark von Lockdown geprägt ist, in dem Schulen teilweise geschlossen sind, Archive geschlossen sind, Bibliotheken und Museen geschlossen sind, ist es natürlich umso schwieriger, auch an die nötigen Materialien zu kommen. Was man dafür braucht, das habt ihr bewiesen, nämlich Durchhaltevermögen. Und ihr habt euch einem ganz spannenden Themenfeld zugewandt, nämlich dem Thema Sport. Sport macht Gesellschaft. Und wie war es? Ich finde, dass Sport und Kultur die besonderen Dinge sind in unserer Stadt, die den Zusammenhalt einer Gesellschaft fördern. Deshalb ist es auch so gut, dass wir allmählich wieder eine Normalität erfahren im Sport, auch in der Kultur. Weil Sport gibt gerade im Mannschaftssport die Chance, miteinander zusammenzukommen, Fremdheit überwinden zu lernen. Aber Sport ist auch oft Wettbewerb. Der kann manchmal ganz schön ruppig werden. Da hat auch in unserer Stadt sicherlich das ein oder andere an spannender Geschichte zu beigetragen. Und ich selber bin ganz gespannt, wie die Zusammenfassung eurer Forschungsergebnisse aussehen wird. Denn das Stadtarchiv wird, wie immer, auch in einer Broschüre eure Forschungsergebnisse zusammenfassen. Und ich bin so stolz auf euch, die kleinen Forscherinnen und Forscher in unserer Stadt. Herzlichen Glückwunsch, euer Markus Lewe, Oberbürgermeister von Münster. Okay. Mit dem Dank und auch dem großen Lob unseres Oberbürgermeisters schließen sich, glaube ich, ganz viele Menschen an, weil das, was die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr beim Geschichtswettbewerb geleistet haben, gerade in Zeiten von Corona und Einschränkungen wirklich ganz besonders war. Ich spreche jetzt mit Frau Wilkens und Herrn Worm, die die Kultur unserer Stadt und auch die Geschichte unserer Stadt hervorragend kennen und deswegen, glaube ich, auch sehr gut einschätzen können, welche besonderen Leistungen die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr erbracht haben. Cornelia Wilkens ist unsere Beigeordnete für Kultur, Soziales und Gesundheit. Das heißt, sie ist unter anderem zuständig für die Kultureinrichtungen in dieser Stadt. Dazu gehören auch die Geschichtseinrichtungen. Und im letzten Jahr hat noch ein anderer Aufgabenbereich in ganz großer Bedeutung gewonnen. Sie ist nämlich auch zuständig für das städtische Gesundheitswesen. Außerdem spreche ich mit Herrn Dr. Peter Worm, der das Stadtarchiv hier in Münster leitet und im letzten Jahr mit seinem Team auf ganz kreative Art und Weise versucht hat, den Zugang zur Geschichte unserer Stadt und den Zugang zu den Quellen weiter möglich zu machen. Frau Wilkens, ich glaube, Bildung und Kultur, da sind wir uns alle einig, haben ein extremes Jahr hinter sich, standen vor enormen Herausforderungen. Und an manchen Stellen wurde uns dann vielleicht auch nochmal ganz besonders deutlich, wie wichtig Kultur für unsere Gesellschaft und für unser Zusammenleben ist. An welchen Stellen haben Sie das denn besonders gemerkt? Ja, einmal sicher persönlich. Es ist schon schwierig, wenn auf einmal jedes kulturelle Erleben weg ist. Das fängt vom Museum an, übers Theater, Musikaufführungen. Das ist schon sehr eigenartig, wenn das auf einmal weg ist. Und ich kann nur berichten, im letzten Juni, also im Juni 2020, hat das Theater ja mal kurzzeitig öffnen können. Da war ich in einem Sinfoniekonzert und ehrlich gesagt war ich völlig erstaunt, wie mich meine eigenen Emotionen in diesem Konzert überwältigt haben. Und ich glaube, an sowas merkt man tatsächlich, wie sehr einem das persönlich fehlt. Das andere ist aus meiner Sicht, dass wir damit natürlich auch gesellschaftlich durchaus ein Problem haben, wenn Kultur nicht erlebbar gemacht werden kann. Kultur findet immer statt. Künstler und Künstlerinnen, Kulturschaffende setzen sich ja permanent sozusagen damit auseinander. Aber es war eben nicht möglich, das der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist, glaube ich, für eine Gesellschaft besonders dann schwierig, wenn sie sozusagen so etwas Dramatisches erleben muss wie eine Pandemie
und es sozusagen die Reflexionsebene der Kultur nicht gibt, also es sozusagen nicht Kultur gibt, die sich damit auseinandersetzt, wie sie sich halt allgemein mit gesellschaftlichen Phänomenen auseinandersetzt. Und das ist, glaube ich, nicht ganz unproblematisch und ist ja auch etwas, was sowohl Kulturschaffende als auch sozusagen die andere Seite auch immer wieder bemerkt haben. Insofern ist es, glaube ich, tatsächlich schwierig und es wird jetzt auch eine, oder es ist gut, dass Kultur jetzt wieder anfangen kann, sich sozusagen in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges, auch damit wir sozusagen die Pandemie gut verarbeiten können. Was die Verarbeitung betrifft der Pandemie, da gibt es ja jetzt auch immer wieder Befürchtungen, dass die Corona-bedingten Schließungen große Lücken gerissen haben, gerade für junge Menschen, was eben die Zugänglichkeit von Kulturangeboten betrifft oder auch was die Bildung betrifft. Glauben Sie, dass diese Ängste berechtigt sind? Und was müssen wir tun, um diese Befürchtung aufzufangen? Ich glaube schon, dass es gerade für junge Menschen, also auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Geschichtswettbewerbs, wirklich eine schwierige Zeit war. Ich glaube, es war auch eine schwierige Zeit, weil sie sich nicht sehen konnten, aber natürlich auch, weil einfach Bildung und Kultur, dadurch, dass es nicht stattgefunden hat oder dass Schule nicht stattgefunden hat, sicher einfach vernachlässigt wurde. Und ich gehe davon aus, und das sagen ja auch alle Expertinnen und Experten, dass da schon erhebliche Lücken gerissen wurden, vor allem bei den Kindern und Jugendlichen aus Familien, die vielleicht nicht über einen entsprechenden Bildungshintergrund verfügen. Was, glaube ich, sehr dramatisch ist, weil damit sozusagen die Lücke zwischen Arm und Reich oder die gesellschaftliche Spaltung, je nachdem, noch größer wird. Das ist, glaube ich, schon schwierig und wir müssen, glaube ich, jetzt alles daran setzen, dass das in irgendeiner Art und Weise wieder nachgeholt werden kann. Wenn ich jetzt aber an euch und Sie, nämlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen des Geschichtswettbewerbs, denke, finde ich das sehr, sehr bemerkenswert, dass Sie sich trotzdem auf den Weg gemacht haben, trotz all dieser Schwierigkeiten an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und wir waren wirklich sehr, sehr überrascht und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass so viele von Ihnen und euch an diesem Wettbewerb trotzdem teilgenommen haben. Und da sieht man ja auch auf der anderen Seite, dass Kinder und Jugendliche das große Bedürfnis haben, sich mit Bildung und Kultur auseinanderzusetzen. Damit das möglich ist, braucht es auch Kultureinrichtungen, die entsprechende Zugänge schaffen. Das war im letzten Jahr nicht immer einfach. Einige von Ihnen und euch, die am Geschichtswettbewerb teilgenommen haben, konnten auch im Stadtarchiv forschen. Herr Wurm, was hat denn das Stadtarchiv unternommen, damit auch in Zeiten von Corona weiter Geschichtsforschung für beispielsweise junge Menschen möglich ist? Im Stadtarchiv haben wir uns bemüht, möglichst lange den Lesesaal offen zu halten, damit eine persönliche Benutzung hier noch ermöglicht werden konnte. Dafür haben wir ein Hygienekonzept aufgesetzt und haben auch den Lesesaal Corona-gerecht umgestaltet mit Glaswänden und allem Möglichen, um hier möglichst also ein sicheres Arbeiten noch weiter zu erlauben. Gleichzeitig haben wir uns auf die drohende Schließung vorbereitet und ein deutschlandweit einmaliges Digitalisierungsprogramm entwickelt. Wir bieten einen Scan-on-Demand-Service an, mit dem Benutzerinnen und Benutzer sich Archivgut aussuchen können, das dann für sie digitalisiert und online gestellt wird. Das alles zeitnah und kostenfrei. Auch kommentierte Originalquellen und Interpretationshilfen für den Geschichtsunterricht haben wir online gestellt. Schließlich sind, als diese Corona-Situation immer schwieriger wurde und wir hier doch den Lesesaal und auch den Öffentlichkeitsbereich zumachen mussten, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Schulen gegangen, um dort mit den Schülerinnen und Schülern anhand von Kopien von Originalquellen weiterzuarbeiten und ihnen diese archivischen Dinge halt auf anderem Wege näher zu bringen. Ja, und schließlich hoffen wir, dass die Corona-Einschränkungen möglichst bald ganz entfallen können und wir wieder hier im Stadtarchiv Schülergruppen und an Stadtgeschichte interessiert begrüßen können. Gleichzeitig wollen wir aber versuchen, die in der Krise erarbeiteten Digitalisierungsvorsprung auch in der Zukunft zu halten und die Online-Nutzung und die digitalen Angebote weiter zu fördern und aufrechtzuerhalten.
Ich bin gespannt, wie die nächsten Geschichtswettbewerbsdurchgänge dann auch ablaufen werden. Vielleicht haben wir da ja auch ein bisschen was lernen können, was den Umgang mit dem Digitalen betrifft. Eine Sache, die man immer wieder merkt, wenn man sich so in der Stadt bewegt, ist, dass Geschichte sehr präsent ist in Münster und dass Geschichte auch in unserer städtischen Kultur eine ganz wichtige Rolle spielt. Frau Wilkens, sehen Sie das auch so und wo wird Ihnen das besonders deutlich? Ja, also ich glaube, da kann man nur zustimmen, dass wir hier tatsächlich eine sehr geschichtsbewusste Bürgerschaft haben, die sich an oder eigentlich sehr interessiert zeigt, und sie zeigt sich nicht nur interessiert, sondern auch sehr diskussionsfreudig. Das kann man dann immer an sehr prominenten Beispielen feststellen, wie zum Beispiel dem ehemaligen Hindenburgplatz. Das kann man bei Straßennamen feststellen. Aber eigentlich muss man sagen, wenn man sich mit Stadtgeschichte beschäftigt, hat man immer einen relativ großen Kreis an Bürgerinnen und Bürgern um sich, die sich für alle möglichen Themen interessieren. Also das ist hier schon sehr, sehr fest verankert. Das hängt natürlich mit der Universität zusammen. Das hängt auch sicher damit zusammen, dass es nach wie vor schon eine durch die öffentliche Hand sehr geprägte Stadt ist und Versicherungen und Banken. Es hängt sicher mit der Bevölkerungsstruktur zusammen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es auch hier Bevölkerungsteile gibt, die von sowas unter Umständen abgehängt sind. Darum müssen wir uns, glaube ich, noch mehr bemühen, dass wir alle tatsächlich damit erreichen. Woran können wir das aber auch feststellen, dass es eben, dass wir eben dieses Geschichtsbewusstsein hier existent ist. Das merkt man natürlich auch daran, an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Geschichtswettbewerb. Also das ist ja immer eine riesige Zahl von Beiträgen. Ich glaube, wir sind immer so ungefähr die Weltmeister oder sagen wir mal eher diejenigen, die die Ehrenurkunde kriegen im Geschichtswettbewerb durch den Bundespräsidenten, weil es so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt. Und das hat sich ja auch, wie ich gerade schon mal gesagt habe, während der Pandemie so gezeigt, was ja durchaus erstaunlich ist. Und das finde ich toll, dass wir auch in diesem Jahr wieder eben euch und Sie hier gewinnen konnten, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Das heißt, Geschichtsbewusstsein fängt hier halt schon im Kindesalter und im Jugendalter an, was auch, glaube ich, wichtig ist. Es ist auch wichtig sozusagen für die Existenz einer Demokratie, dass es dieses Bewusstsein gibt, weil Geschichte ja eben nicht nur schöne Inhalte hat, sondern auch Fehler der Vergangenheit beinhaltet. Und aus diesen Fehlern muss man lernen und muss man sozusagen auch Rückschlüsse ziehen, wie Gesellschaft funktioniert und wie wir auch diese demokratische Gesellschaft hier erhalten können. Ich glaube, das war ein wunderschönes Plädoyer, um beim nächsten Geschichtswettbewerb auch wieder forschend tätig zu werden. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden für Ihre Einschätzung und Ihre Beobachtung. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten aus Münster, auch ich möchte euch heute gratulieren zu eurer Teilnahme und zu eurer Leistung beim Geschichtswettbewerb. Ich stehe hier in der Geschäftsstelle des Geschichtswettbewerbs in Hamburg. Hinter mir seht ihr das Motiv, das euch bestimmt mittlerweile sehr bekannt vorkommt, und auch das Motto des diesjährigen Geschichtswettbewerbs: bewegte Zeiten, Sport macht Gesellschaft. Ich glaube, als wir dieses Motto ausgewählt haben, war uns noch gar nicht bewusst, wie gut das im Endeffekt auf diesen Wettbewerb passen würde. Ich glaube, das würdet ihr auch alle mittlerweile unterschreiben. Die 6 Monate, in denen ihr auf historische Spurensuche gegangen seid, in denen ihr in der Lokalgeschichte oder in der Familiengeschichte geforscht habt, waren tatsächlich bewegte Zeiten. Ihr hattet mit äußerst widrigen Umständen zu kämpfen, zum Beispiel mit geschlossenen Archiven, mit Museen, die nicht aufgemacht haben, mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die ihr wahrscheinlich nur über Umwege interviewen konntet. Und gerade deshalb gebührt euch größter Respekt für euer Engagement, dafür, dass ihr den Beitrag am Ende auch eingereicht habt, dass ihr durchgehalten habt. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit über 110 Beiträgen haben in Münster mitgemacht. Das ist auch was ganz Besonderes. Das ist beileibe nicht in jeder Stadt oder in jeder Region so, dass die Beteiligung so hoch ist. Umso mehr gebührt euch der Respekt und auch nochmal aus Hamburg herzlichen Glückwunsch und viele liebe Grüße.
Ich spreche jetzt mit zwei Experten des Geschichtswettbewerbs, mit Johanna Glandorf und mit Moritz Heidmann. Die beiden forschen an der Uni Münster, wie Menschen mit Geschichte umgehen, ganz besonders wie junge Menschen Geschichte lernen und ganz konkret, wie die Teilnehmenden des Geschichtswettbewerbs in diesem Format Vergangenheit eigenständig erforschen. Die beiden kennen sich deswegen nicht nur gut mit Geschichtslehren aus, sie sind gleichzeitig als Mitglieder der Landesjury beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten hier im nördlichen Nordrhein-Westfalen auch noch bestens vertraut mit allen Wettbewerbsbeiträgen, die hier in Münster entstanden sind. Deswegen bin ich ganz neugierig. Was hat euch beide denn jetzt beim letzten Wettbewerb besonders beeindruckt? Es ist immer jedes Mal total beeindruckend, so viele tolle Arbeiten von Schülerinnen und Schülern zu sehen, die kreativen Formate zu sehen, die die Schülerinnen und Schüler entwickelt haben, die Mühe und die Arbeit, die reingesteckt wurde in die Beiträge. Und manchmal kann man anhand des Arbeitsberichts erahnen, wie die Schülerinnen und Schüler in dem Wettbewerbsprozess über sich hinausgewachsen sind. Und das ist total beeindruckend zu lesen. Und gleichzeitig macht es aber die Juryarbeit extrem schwer, weil es so viele tolle Arbeiten gibt, die einen Preis verdient hätten. Und wir dürfen leider nur so wenig Preise vergeben. Und daher ist es manchmal wirklich nicht leicht, dass man auch ganz tollen Arbeiten leider keinen Preis geben kann. Und das über sich hinauswachsen, das merkt man auch inhaltlich in den Arbeiten. Also mir geht's bei der Juryarbeit so, dass ich ganz viele Arbeiten immer noch lese, wo ich selber auch ganz viel Neues über gerade Münsteraner Stadtgeschichte lerne und wo man auch nach so einem Geschichtswettbewerbsdurchgang durch die Arbeiten, durch das, was die Kinder und Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler herausgefunden haben, einfach ganz viel Neues über Münsters Geschichte lernt und auch nochmal die Stadt ein bisschen mit anderen Augen sieht. Das ist total spannend. Wir sehen das auch so im Stadtarchiv, deswegen versuchen wir diese Schülerforschung auch sichtbar zu machen, beispielsweise in Form einer Publikation, die jetzt ja auch allen Schülerinnen und Schülern zugeht. Und bei euren Antworten merkt man auch, dass es einen Mehrwert gibt, wenn man am Geschichtswettbewerb teilnimmt, der vielleicht auch über die Landes- oder sogar Bundespreise hinausgeht. Also warum lohnt es sich, am Geschichtswettbewerb teilzunehmen, selbst wenn man vielleicht am Ende keinen Preis bekommen sollte? Ich glaube, gerade so in Münster und gerade in dem, was ich eben gesagt habe mit der Stadtgeschichte, steckt ein ganz großer Gewinn drin. Ich glaube, beim Geschichtswettbewerb merkt man, wie viel Geschichte eigentlich mit einem selber zu tun hat. Also im Geschichtsunterricht kommt einem das manchmal so weit weg vor, fragt man sich, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Warum reden wir über dieses Thema? Was hat es eigentlich mit mir selber zu tun? Ich glaube, im Geschichtswettbewerb sieht man, wie nah Geschichte einem eigentlich ist und wie viel Geschichte mit einem selber zu tun hat. Nämlich dann, wenn man zum Beispiel die Geschichte der eigenen Stadt erforscht, wenn man vielleicht in der eigenen Schulgeschichte forscht oder sogar, wenn man in die eigene Familiengeschichte guckt. Und dass Geschichte so viel mit einem selber zu tun hat, ich glaube, das ist was, was man vor allen Dingen im Geschichtswettbewerb lernen kann. Und damit hängt aus meiner Perspektive zweitens auch zusammen, dass man lernt, wie man eigentlich überhaupt Geschichte erforscht. Also, dass wenn man was über die eigene Familiengeschichte rausfinden will, man vielleicht in alten Fotoalben blättert oder nochmal alte Briefe vom Dachboden holt. Dass wenn man was über die Schulgeschichte rausfinden will, man lernt, wie es eigentlich ist, mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu sprechen. Oder wenn man was über die Stadtgeschichte rausfinden will, dass man dann zu euch, Philipp, ins Stadtarchiv fährt und dass man dann da Akten bekommt oder alte Zeitungsartikel und darüber ganz viel über die eigene Stadtgeschichte rausfinden kann. Und dass man einfach lernt, ja, wie eigentlich Geschichte überhaupt geschrieben wird. Ich glaube, das ist was, was man auch vor allen Dingen im Geschichtswettbewerb lernen kann. Und gleichzeitig lernt man ja auch, ein Projekt durchzuziehen. Also ein halbes Jahr an so einer Arbeit zu arbeiten, an so einem Beitrag zu schreiben, erfordert ganz, ganz viel Durchhaltevermögen. Und es gibt sicherlich auch Phasen, die ihr erlebt habt, die Schülerinnen und Schüler, wo die Motivation vielleicht nicht ganz so groß war, wo man überlegt hat, warum mache ich das eigentlich? Und dann trotzdem so ein Projekt durchzuziehen, durchzuhalten und am Ende einen fertigen Beitrag in den Händen zu halten, den abgeben zu können, beim Wettbewerb einzureichen, das alleine ist schon eine ganz, ganz tolle Leistung, auf die man sehr stolz sein kann und was einem, ja, glaube ich, auch über den Unterricht hinaus, über die Schule hinaus ganz, ganz viel Selbstvertrauen mitgeben kann, dass man so ein Projekt durchzieht. Total spannend.
Wenn man das so sich anhört, dann klingt das direkt auch wie ein großes Plädoyer, beim nächsten Wettbewerb wieder teilzunehmen. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr zwei als Mitglieder der Landesjury hier in NRW auch beim nächsten Wettbewerb wieder ganz, ganz tolle Beiträge aus Münster bekommen werdet. Vielen Dank euch beiden. Meine lieben Schülerinnen und Schüler aus Münster, die heutige Schlagzeile in den Westfälischen Nachrichten hat mich umgehauen. Münsters Schulen auf dem Podest. Standort. Das macht mich stolz, und zwar nicht nur als Münsteraner und Ex-Lehrer, sondern insbesondere, weil die Jahrgangsstufe 6 des Hittorf-Gymnasiums, an dem ich ja Referendar war und dann auch jetzt ihr Forschungsprojekt sein durfte, mit auf dem Podest steht. Es war schon schön, diese begeisterten Nachwuchshistoriker-Meute in Hittorf zu besuchen und mir Löcher in den Bauch fragen zu lassen, wie das damals mit dem Skateboard war und alles gekommen ist. Ja, und dann wurde das alles aufbereitet, in Form gebracht, zu Videos gemacht. Ich war echt baff, als ich die Ergebnisse gesehen habe. Und der Bundespräsident wird es sicherlich auch gewesen sein. Aber das Allerschönste für mich war zu sehen, mit welcher Begeisterung und mit welchem brennenden Herz ihr bei der Sache gewesen seid. Und wenn ich euch jetzt sage, wenn ihr ja selbst die Themen raussuchen könnt, die euch interessieren und begeistern, also wenn euch einfach keiner reinredet, wenn ihr mal euer Ding selbst macht, dann ist Lernen doch nicht scheiße, oder? Also, macht weiter so, werdet stark daran, lernt spielerisch an tollen Projekten. Euer Titus. Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier ein paar Sätze sagen zu dürfen zu diesem wirklich wunderbaren Projekt. Ich finde es immer großartig, wenn Schülerinnen und Schüler unterwegs sind, sich selber Gedanken machen, Zeitzeugen befragen, sich Ideen anhören und auch selber welche formulieren. Ich finde, das ist ein großartiges Beispiel für gesellschaftliches Engagement, so wie wir es ja auch im Fußball eigentlich immer wieder fordern und selber auch gestalten wollen. Deshalb hoffe und wünsche ich, dass viele der beteiligten Schülerinnen und Schüler auch erfolgreich sein werden. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Das Engagement als solches zählt. Man gewinnt Erfahrungen, man gewinnt Erkenntnisse, man lernt Leute kennen, man lernt auch Dinge kennen, die man von denen man bisher noch nie etwas gewusst hat, auch was in dieser Stadt los war, was auch in unserem Fußballverein los war und ist, wie wir mit solchen Themen umgehen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, unabhängig davon, ob irgendjemand von euch, von Ihnen einen Preis gewinnt. Ich finde es ganz großartig. Es ist ein wunderbares Engagement junger Menschen. Und das zeigt mir eben, dass viele Vorurteile, die man ganz oft hört, gerade von Menschen in meinem Alter, was die heutige Jugend angeht, dass die falsch sind. Nein, das ist ein guter Weg. Macht weiter so und bleibt am Ball im wahrsten Sinne des Wortes und engagiert euch weiter für eine demokratische Gesellschaft.